Einen wunderschönen, grausigen guten Abend wünsche ich euch. Wir machen weiter mit Graveyard Keeper. So, wir haben noch einiges zu tun. Und zwar brauchen wir eine neue Flasche Wein. Dafür müssen wir die Nacht so ein bisschen abwarten. Ich wollte noch mal gucken. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob wir die Leiche schon vergraben haben oder verbrannt. Ne, da ist noch eine dran. Genau, das wollte ich gucken. So, dann machen wir da mal die fachmännische Bestattung. Schneiden ein schönes, saftiges Stück Fleisch raus. Dann zapfen wir noch ein bisschen Blut ab. Kratzen das Fleisch von den Knochen und holen die raus. Dann lösen wir sanft die Haut. Knicken einmal die Halswirbel rum, um den Schädel rauszuholen. Und entfernen natürlich auch alles, was da drin ist. Und schaben noch ein bisschen Fett vom Fleisch. So, nachdem wir das gemacht haben, packen wir uns die Leiche und bringen die mal raus. So, jetzt. Ja, ich habe genug dabei. Sehr gut. Dort machst du mal bequem. Ich baue kurz. Das war's. Gut. Da drauf bitte. Danke. Den bauen wir auch kurz zusammen. Sehr gut. Dann schwurbeln wir das hier raus. Nehmen den mal mit hoch. Und dann hauen wir uns noch mal kurz aufs Ohr. Und machen dann unsere Reise in die Stadt. Wir sind noch ziemlich voll. Hier passt noch nichts mehr rein. Ich muss mir dringend was überlegen mit dem ganzen Lagerplatz. So, jetzt erstmal pennen. Schlafen mal schön durch. Oh, ich fühle mich so erwacht. Gib mir mal das Zeug. Dann Eisen. Das ist mir schon voll. Okay. Dann müssen wir da auch noch bald ein bisschen was rumwursteln. Alter, habe ich viele Holzstöckchen. Weiß gar nicht, was ich damit alles machen soll. Aber zuerst geht's mal ins tote Pferd. Hallo, hallo. Lass uns handeln. Weg damit. Einen Silberwein brauche ich. Super teuer, die ganze Kacke. Na, wie geht's? Alles gut so? Tschüss. So, wer brauchte den Wein? Der Gary, glaube ich, noch. Genau. Der Gary kriegt noch ein bisschen Wein. Dann gehen wir mal schnell hier rum. Tripp, 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 tripp. Noch eins weiter. Ich glaube, um zum Gary zu kommen, geht man besser wirklich außen rum. Da wäre ich schon da. Für dich. Eine Geschichte. Ich schmecke ihn nicht. Aber er fühlt sich definitiv alkoholisch an. Ui. Aber du hast sicherlich noch was Härteres, oder? Etwas wie Cognac. Cognac? Das habe ich nicht, tut mir leid. Ha. Aber du wirst deinem Freund bestimmt helfen und welchen suchen, oder? Das Problem ist, dass niemand den verkauft und ich nicht weiß, wie man den herstellt. Wie viele Enttäuschungen passen in eine einzige Minute? Aber das ist in Ordnung. Ich lasse mir was einfallen.
Irgendwelche Ideen? Oh ja, du musst einfach nur ein altes Fass ausgraben. Kannst du mir mehr dazu erzählen? Das gehörte dem alten Friedhofswärter. Wir haben die ganze Zeit zusammen gesoffen. Wo genau soll ich es denn suchen? Grabe Erdhügel zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm aus. Es ist nicht viel Cognac übrig. Also sei leise. Warum soll ich das denn unbedingt machen? Saat, weil ich wohl kaum mit meinen Zähnen graben kann. Okay, okay. Aber danach erzähle ich dir etwas ganz Wichtiges. Sehr schön. Hat er mir gerade irgendwas überhaupt erzählt? Wie später. Ja, Natyub. Erdhügel. Zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm. Okay. Dann... Leuchtturm. Dann suchen wir Mariathügel. Ist das eine? Okay. Scheint einer gewesen zu sein. Noch einer. Oh, da hat er lang. Und? Oh, schalt es nicht mehr aus. Wo ist mein Cognac? Schau mal, etwas Großes aus Metall. Heiliger Saat. Das kann doch nicht sein. Die archäologische Maschine des Friedhofswärters. Und einem Freund, der den Cognac vergraben hat? Nein, der kam vor ihm, ein cooler Erfinder und Zombie-Macher. Oh, glaub mir, diese Maschine ist viel nützlicher als ein einfaches Fass Cognac. Ich bin verwirrt, wie viele Friedhofswärter gab es? Das ist ein echter Schatz, Mann. Damit kannst du sogar nach Hause zurückkehren. Oh, da kommt wer. Grab es schnell aus! Friedhofswärter, halte ein! Verdammt, später im Keller. Nur Landbesitzer dürfen auf den Ländereien des Dorfes graben. Außerdem ist alles auf den Ländereien des Dorfes Allgemeinbesitz. Hm. Hör mal, wie wäre es, wenn... Tut mir leid, aber du bist zu arm, um mich zu bestechen. Also hat sich das mit dem Cognac schon erledigt. Na gut. Na gut. Dieser blöde Schmied. Okay, dann... Ja. Der kommt aber früh. Da haben wir noch einen da. Ja, passt noch. Passt noch. Ab dafür... Müssen ja eh hier rein. Quatsch mir erstmal mit dem. Wegen der Maschine. Ich hab's. Kaufe einfach ein wenig Land und baue eine Taverne. Eine Taverne? Hm. Warum kein Riesenpalast? Die Taverne ist doch nur zum Schein, Dummerchen. Wir haben den Keller. Wir heben den Keller aus und benutzen die Maschine. Außerdem kannst du damit ein wenig Geld machen. Wissen von der Maschine und Geld von der Taverne. Und was springt für dich dabei raus? Nichts? Das glaube ich kaum. Nun, vielleicht erzählt uns die Geschichte etwas über meine Vergangenheit. Mhm. Also ein bisschen Land kaufen. Das ist doch bestimmt nicht billig. So, erstmal... Wieder ein schönes Stückchen Fleisch rausschneiden. Sehr gut. Wunderbar. Ja,
Herrlich. Zum guten Schluss. Die wichtige Haut. So. Dann packen wir uns den Freund. Upp. Sehr gut. Dann nehmen wir den hier auch raus. Und fort damit. So, dann würde ich sagen, sägen wir uns direkt ein paar Scheibchen zurecht. Damit wir für morgen auch wieder was verbuddeln bzw. verbrennen können. 2. Sehr gut. So. Und dann hauen wir uns auf Öhrchen. Schlafen eine gemütliche Runde und dann gucken wir morgen mal weiter, was wir nicht alles so noch machen können. Kleine Schlückchen trinken. So. Da ist schon wieder einer fertig. Es regnet wie Sau. Das eingesammelt, das wollte ich machen und dann geht das ab zum toten Pferd. Den Vampir haben wir immer noch nicht gefunden, also unbedingt mal gucken, wo der ist. So, erstmal möchte ich mit dir handeln. So, wenigstens ein bisschen Cash wieder und dann will ich ein Stück Land. Na klar doch, mal sehen. Steuern, Gebühren, Servicezuschlag. Das wären dann 9682 Gold, 54 Silber und 11 Kupfer. Was Witze, oder? Das ist das Gesetz. Aber ich kann dir einen kostenlosen Ratschlag geben. Kauf das Land im Namen eines armen alten Dorfbewohners. Gib das einen festen Rabatt. Jemand wie Diggo. Also müssen wir mit Diggo quatschen. So, der wird aber sehr wahrscheinlich noch nicht da sein. Aber hier haben wir noch so einen Typ. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir doch noch Cognac raus. Silbernuggets. Sehr schön. Kann man bestimmt mal brauchen. Ah, sehr gut. Dann müsste er jetzt auch rauskommen. Ja, yep, da ist er. Das müsste zumindest Diggo gewesen sein, oder? Ja. Ding Dong, Bing Bong, ich bin der Diggo, ich bin der Diggo. Samenöl. Okay. Der hat also sehr viel mit Hanf zu tun. Ding Dong, Bing Bong. Wegen dem Grundstück. Kuchen. Kuchen musst du mal versuchen. Diggo, es macht dir doch nichts aus, wenn ich in deinem Namen ein Stück Land kaufe, oder? Kuchen. Kuchen musst du mal versuchen. Ich will dort eine Taverne bauen. Kuchen. Kuchen musst du mal versuchen. Nee, macht dir offensichtlich nichts aus. Sehr gut. Totes Pferd. So. Na klar, sag mir, er ist doch körperlich fit und gut gelaunt, oder? Ja, was seinen Geisteszustand angeht. Arm alter Diggo, wenn du nur wüsstest. Auch egal, das Grundstück kostet 30 Silber, das ist immer noch verdammt viel. Ich bin gleich wieder da. Na gut. Dann mal nach Hause. Ich muss mal gucken, dass ich hier ein bisschen Zeug los werde. Das da rein. Ja, das war's schon.
Hier habe ich noch das Salz, das kann ich wegschmeißen. Dann das Fleisch, das passt immer noch nicht. Komm, gib mir den blöden Saft. Oder das Wasser lieber. Lass ich den Saft da. Pack das Fleisch da rein. Und dann verarbeite ich das direkt. Dann habe ich das wenigstens erstmal fort. So. Schön ein paar saftige Aufschnittscheiben. Die packen wir dann hier rein. Wir haben kein Feuer mehr, kein Brennstoff. Kohle, wir bräuchten nochmal Kohle, glaube ich, ne? Du hast nicht mehr viel Kohle da. Pack mir das da rein. Ich habe hier noch Brennholz. Das nehme ich mal mit. Dann packe ich das da rein. So. So. Da brauche ich 10 von. Toll. Ab da rein mit und dann wollte ich gebratene Pilze. Muss ich auch nochmal machen, damit ich wenigstens ein paar davon loswerde. Aber ich würde die gerne mit dem Fisch verbunden machen. So, brate erstmal das. Wir gehen mal hier runter. Da ist nichts Passendes bei. Dann gehen wir weiter. Mit den Leuchtturmwärter. Okay, okay. Falsch rum. Hep, 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 hep. Das auch weg. Okay. Schnell zum Leuchtturm. Hallo. Gib mir das Tagebuch, das habe ich noch nicht fertig. Über die Vampirbegegnung habe ich noch nicht. Handeln. Okay. Stift und Tinte könnte ich von dem kaufen. Das ist aber nicht ganz billig. Ich könnte mir auch direkt ein Buch kaufen, was mir einige Punkte gibt. Und ich kann bei dem die Kapitel kaufen. Dadurch kann ich wieder mehr forschen. Was haben wir hier? Noch ein größeres Buch, okay. Ist alles so teuer. Also 7 habe ich. Das wären 5, die ich dafür ausgeben muss. Für die beiden. Das heißt, das kriege ich dann schon nicht mehr gekauft. Oder ich mache eins davon. Aber ich meine, ich brauchte zweimal Stift und Tinte. Oder? Erstmal noch nichts. Was ich machen würde, wäre... Na, komm. Ab zum Steinbruch. Okay, hier kann ich die Lagerdinger bauen. Hier krieg ich... Das kriege ich, da kriege ich nur die großen Blöcke raus, ne? Und dann kann ich die schön hier runterschleppen, einzeln. Das ist natürlich fantastisch. Okay, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Planke, Eisenstück und Holzkeil. Das ist doch direkt die Inka-Stelle hier, oder? Planke, Eisenstück, Holzkeil.
So, Planke, Eisenstück. Habe ich keine mehr. Holzkeil. Okay. Dann mal schnell zum Amboss. Eisenstück. Schneller, 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 schneller. Dankeschön. So, ich hoffe, ich habe genug dabei. Wenn nicht, ist doof. Okay, nein, das war nicht die Stelle. Dieses Lager. Es wird dunkel. Ja, sehr schön. Okay, jetzt glaube ich hier runter. Sehr gut. So, Schnapp. So. War ein bisschen was ein aufwendiger Weg jetzt. Das heißt, ein bisschen viel zu aufwendig für zwei hier von diesen Klumpen. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich habe noch nicht mal ein Lager für diese Klumpen. Ah, gut. Muss ich also auch noch bauen, ein Eisenerzlager. Ja, dann hole ich das da hin. Komm. Ist halt so. So. Dann ein bisschen was Sandwiches futtern. Ist das schon fertig? Ja, sehr gut. Das habe ich damit klein. Okay, da gibt es sogar 5 bei rum. Okay. Machen wir das mal. So. Dann habe ich. Kümmern wir uns mal um den neuen Besucher. So. Gut. Weiter geht's. Wunderbar. Noch weiter. Ist noch ein Sandwich dabei. Ich glaube, wir müssen noch eins futtern, oder? Jo. Natürlich. So, dann kommen wir mit, mein Freund. Ich habe dir schon mal ein warmes Bett vorbereitet. Oder auch nicht, ich muss es mal vorbereiten. Stimmt, das haben wir eben angezündet. So. Und zack. Sehr gut. Ach ja, die Predigt ist auch wieder dran.
Fleisch da rein. Und kurzes Nickerchen. Das reicht erstmal. Das ganze Zeug hier wieder rein und schnappen uns anderes hatte ich noch nicht gemacht, ne? Dann müssen wir noch mal dieses scheiß Standardgebet halt machen. Die anderen habe ich leider noch nicht parat. Oder könnte ich die auf die Schnelle machen? Ach nee, ich wollte mir das hier machen, meine ich. Dafür fehlt mir aber noch der ganze Dress. So. Und ab dafür. Dann machen wir noch die Predigt. Die wird sehr wahrscheinlich mal wieder 4 Glaube und was war es nochmal? 15 Münzen eingeben. Unsere Kirche ist klasse. Toll, toll. Und jetzt lass uns beten. Toll, toll. Und da sind wir wieder bei 4. Tolle Predigt, toll, 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 toll. Vier Glaube. So, dann haben wir hier 16 Münzen gesammelt. So, ab da rein mit wieder. Dann brauchen wir... Genau. Das haben wir. Wir brauchen das Buch. Das Buch mache ich am Tisch. Nicht an diesem Tisch scheinbar. Das ist der Tisch. Ja. Muss ich wohl noch freischalten. Buch gibt's noch nicht. Bücher. Taschenbuch, Wandersbuch, Buch. Wird dann schätzungsweise das hier sein. Auf jeden Fall dringend Punkte. So, ich kann Kapitel. Dafür brauche ich Notizen. Für die Notizen brauche ich Geschichten und Stift und Tinte. Und diese Stift und Tinte kriegen, das ist momentan das, was es so schwierig macht. Denn für die Tinte brauche ich schwarze Farbe. Und diese kegelförmigen Gefäße. Und Feder brauche ich auch noch irgendwo. Ja. Das kommt auch noch mit dazu. So. Ich könnte aber noch mal ganz schnell und flott Steinbruch. Bisschen Brennstoff holen. So, da können wir uns auch voll leer ackern. Ich bringe das Zeug jetzt gleich noch schnell nach Hause. Für diese Folge war es das aber schon. Deswegen. Madet Jod, schwenkt Rot, grüß euch Jod, ich bin fort.